Hallihallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich wollte gerade schon War Thunder sagen. Nein, wir beteiligen uns aber diese Woche am War Thunder Strike. Auch wenn das nicht alle so unbedingt machen. Aber diese Woche kommen zwei Folgen War Thunder und zwei Wochen hier World of Warships. Und heute spielen wir mit der Graf Zeppelin, einem deutschen Flugzeugträger, den glaube ich jeder irgendwo ein Begriff sein sollte. Ne, wurde er bekanntlich nicht gebaut. Aber hier in World of Warships können wir mal gucken, wie er denn so von der Schlagkraft gewesen wäre. Wäre er fertig geworden. So. Also, für diejenigen, die jetzt noch nicht so unbedingt erfahren mit Flugzeugträgern sind, wir spielen übrigens auf Eisinseln. Und haben eine Shukaku, eine New Jersey, Colorado, Gneisenau und zweimal Nagato als Schlachtschiffgegner. Beziehungsweise CV-Träger. Die Aufgaben eines CVs sind ganz einfach. Die deutschen CVs sind gut gegen Schlachtschiffe geeignet und gegen kleinere Schiffe, wie zum Beispiel bewegliche Kreuzer oder Zerstörer. Ne? Jawohl. Gleich erstmal die Zitadelle, ne? Ihr seht schon, unsere Bomber sind sehr gut geeignet gegen Gneisenau, die ein sehr dünnes Deck hat. Ja, nochmal eine Zitadelle. Das tut ihm weh. 16.000 haben wir schon abgezogen. Durch zwei Volltreffer. Ist ein bisschen anders wie über Thunder, aber nicht. Beziehungsweise auch nicht schlecht. So, komm, jetzt zwei. Jawohl. Uiuiui, das hat ihm wehgetan. Das tut ihm aua. Also für den, die das nicht unbedingt wissen, die Zitadellentreffer sind Treffer an kritischen Schiffsstellen, ne, wie zum Beispiel der, ja, Antriebssektion, ne, die im Bauche des Schiffes liegt. Ne, da sind die Zitadelle. Um es kurz zu fassen. So. Wir bleiben mal am Ziel dran. Und schützen hier unsere Einheiten mit einer Jägerstaffel. Gucken, ob wir da was abfangen können. Wir müssen nämlich auch darauf achten, dass wir nicht überlappende Schussfelder haben, ne? Also so viele Schlachtschiffe auf einem Haufen, beziehungsweise Schiffe auf einem Haufen, ne? Flugabwehr ergänzt sich halt gegenseitig, also eher einzelne Ziele angreifen, um sie vielleicht dazu bringen, abzulehnen. Oh, wir haben vier Jäger abgeschossen, sehr schön. Wichtig. Wir können dazu auch gebraucht werden, um Formation aufzubrechen. Dafür müssen wir aber dementsprechend viele Flugzeuge haben. Also die Deutschen sind nicht unbedingt dafür geeignet, um so welche Formationen aufzubrechen. Da sind die Japaner eher dafür geeignet. Die Kaga zum Beispiel sehr gut dafür geeignet. Sehr viele Flugzeuge. So, jetzt gucken wir mal, dass wir. Ja, zwei sehen gut aus. Ah! Hat uns die Kehle geklaut. Das sehe ich nicht gerne. Schade. Ne, aber ihr seht schon, eine gewisse Parallele ist zu den Junkers zu erkennen. Ne, die kennt man auch aus War Thunder. Und die Bomben kennt man auch aus War Thunder. Das sind, glaube ich, 1000 Kilo Bomben, wie ich das nicht gesehen habe. Zwar von die Marine-Variante vielleicht, aber trotzdem 1000 Kilo Bomben. Schon sehr interessant. So. Haben wir den mal eine Staffel da gelassen, um die feindlichen Jäger abzufangen? Und jetzt gehen wir hier auf die Nagato drauf. Na, also haben wir die beiden Außenseiten auf jeden Fall schon mal gesichert. Ja, Flakabwerfer immer schön ausweichen. Ah, sehr schön, zieht er den Treffer. Ja, komm. Ah, schade. Keine Zitadelle, nur ein Treffer. Mist. Komm, einmal angreifen geht noch. Autsch. Das hat weh.
Also jetzt schon, das Flakabwehrfeuer unterscheidet sich auch schon. Drastisch. Sehr schön. Zwei Zylinder-Treffer nochmal zum Schluss. Da setzen wir doch an. Das gefällt mir. Die Entwicklung ist auch ganz gut vom Gefecht. Wenn wir die Nagato da gleich ausknipsen, dann sollte das ganz gut sein. In die Mitte traue ich mich noch nicht ganz rein mit dem Flugzeug. Mit den Flugzeugen. Wegen den überlappenden Schussfeldern, ne? Ihr seht schon. Ja, wir müssen langsam mal an Maßnahmen ergreifen, dass wir da abhauen als CV. Wir geraten dann nämlich gleich unter Schuss, wenn es nämlich scheiße läuft. Von den Schlachtschiffen aus der Mitte. Aber wir kümmern uns hier erstmal um die Sektion. Na komm. Jawohl, zieht er den Treffer. Ne, ihr seht schon, die Deutschen sind, was Schlachtschiffe angreifen geht, sehr erfahren. Beziehungsweise, das heißt erfahren, aber die sind perfekt dafür geeignet mit den AP-Bomben. Ah, schade. Aua. Ah, jawohl. Der hat gesessen. Ja, bis jetzt ist unser Team im Nachteil. Steht 4 zu 3 für die. Das müssen wir aufholen. Okay. Da drüben die Schlachtschiffe gehen da auf das Schlachtschiff drauf. Dann kümmern wir uns hier erstmal um die Mitte mit. Wir warten aber erstmal ab, bis die Plymouth da das Schussfeld hat. Okay, ja, das sollte jetzt passen. So, let's go. Na komm. So, komm. Jawohl, zwei Treffer. War ziemlich optimal geworfen, aber naja. Bei der Graf Zeppelin ist es hier so ein bisschen langsamer als bei der Parseval. Die ist ein bisschen schneller mit der Zielerfassung. So. Jawohl. Das will ich doch gerne sehen. Wassereinbruch bei der Plymouth und zwei Torpedotreffer und ein Ausfall sogar noch. Wunderbar. Das will ich doch sehen. Oh, wir haben aber aufgeholt. Steht unentschieden. Heißt aber nicht, dass wir nachlassen sollen. Dann greifen wir da drüben mal das Schlachtschiff an, die Colorado. Die sollte da ein bisschen einfacher zu killen sein, hoffentlich. Ja, jetzt wird der Nagato down. Okay, das ist der kleine. Ja, ihr seht schon, jetzt seht ihr schon, das Flakabwehrfeuer ist schon heftiger, wie eben gerade bei der Nagato. Ich daran... Ah, zu weit geworfen. Ich dachte eigentlich, dass sie kürzer droppen. Ja, ihr seht schon, die Amerikaner haben etwas stärkere Luftabwehr. Und vor allem sind es zwei Schiffe. Oh, jetzt aber. Ah! Jetzt ist RNG nicht auf meiner Seite. Na komm, einmal geht noch. Ah, jetzt droppt das Rekord. Mist. Ah! Das ist natürlich toll gelaufen. Ja, bis jetzt lassen sich beide Teams nichts. Okay. Dann würde ich mal sagen, greifen wir mal die Plymouth an. So eine Torpedobombern. Und dann sollte unser Schlachtschiff da hinten Opfer werden. Ach Leute, spielt doch mal zusammen vernünftig. So. Das Schlachtschiff da hinten ist gleich hinüber von uns, das ist nicht gut. Da ist die Plymouth. Da ist der Down. Na komm. Ah, ich glaube, das war zu knapp. Er dreht aber weg.
Ja, ein bisschen zu spät aktiviert, aber nicht so schlimm. Wir haben noch eine. Komm. Ja, kacke. Ja, hat aber einen Wassereinbruch. Wichtig. Der zieht ihm erstmal ein paar Leben. Ja, okay, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Gut, dann ergreifen wir mal mit den AP-Bombern an. Wir sollten ihnen hoffentlich den Rest geben. Unser Schaftel wird. Ja, da ist er doch. Jetzt schießt. Ach, schöner, saftiger Schuss. Der hat gut gesessen. Da brauchen wir nur noch finishen. Ach, schade. Ich dachte, sein Flugabwehr ist jetzt wieder deaktiviert. Kacke. Da war wieder Angel nicht auf meiner Seite. Komm, nächster Anflug. Der muss jetzt sitzen. Komm. Nee, Kollege, du nebelst dich nicht ein. Jawohl. Sehr schön. So will ich das doch sehen. So, jetzt haben wir nur noch den kleinen Zerstörer, aber der ist da hinten gesichtet. Da sollte sich unser Zerstörer schnell drum kümmern. Sehr gut. Dann ist nur der Träger da. Gut. Dann gucken wir mal, wo er ist. Oh, da hinten kommt Torpedobomber. Den sollten wir hier schnell mal hier im Abfangjäger da lassen. Zack, so. Na, hoffentlich greifen sie noch rechtzeitig da ein. Wir gucken mal, wo der Träger ist. Der kam ja hier aus der Richtung, die Flugzeuge. Schauen wir mal. Aber erstmal sollten wir dann gleich mal zwei oder drei Bomber wieder nach Hause schicken. Die Flugabwehr von Trägern ist ja zu stark dafür. Ah, guck mal, drei haben wir immerhin abgeschossen. Scheiße, aber erst draufgegangen. Mist. Sieht nicht gut aus. Wobei, nach Punkten liegen wir vorne, aber wir haben den Bereich nicht erobert. Yeah. Der Kleine müsste da jetzt so schnell wie möglich hinfahren. Da ist schon mal der Träger. Wichtig. Wir sind zwar jetzt auch im Bereich C drin, aber das würde zu lange dauern, da jetzt noch einmal zu wenden. Das muss er schon einnehmen. So, und Abwurf. Scheint sich ja nicht sonderlich zu bewegen. So, gleich sollten die Abfangjäger kommen. Yep, da drehen sie schon bei. Ja, komm, noch einen, komm. Ja, der sollte ich auch nicht mehr treffen. Schade. Der hat doch getroffen. Hervorragend. So, dann gleich wieder zwei Flugzeuge entlassen aus der Staffel und Kurs Richtung dorthin setzen. Den Abstand verringern, ne? Damit er die Aufmerksamkeit vielleicht nicht mehr auf den Kleinen, sondern auf uns hat. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Leben wie der Kleine. Und sind doch besser gegen ihn geschützt. Come on. Und runter. Bitte. Jawohl, eine Zitadelle immerhin. So, den nächsten Torpedo-Bomber hätte ich beinahe gesagt. AP-Bomber. Wir haben schon gut Schaden gemacht. Ich bezweifle zwar, dass wir das jetzt noch bis dahin schaffen. Ah, immerhin haben wir eingenommen. Es könnte knapp werden. Für uns. Ah. Okay, jetzt haben wir Gleichstand. Okay,
Okay, ab jetzt liegen wir offiziell vorne. Sehr gut. Dann sollte das Gefecht auch an uns gehen. Cool. Ja, so ein Träger gegen Träger-Battle, das ist immer interessant. So, komm, nochmal ein Zitadellentreffer. Komm. Ah, kein Zitadellentreffer. Dann nochmal ein Torpedobomber los. Ich glaube zwar nicht, dass wir da jetzt großartig noch was machen. Aber naja. Sehr schön. 33.000 Schaden, das ist mega, muss ich sagen. So, dann würde ich mal sagen, Freunde, schauen wir uns morgen wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao.